und hielten sich an die Lehre des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sollen wir eine Lehre aus diesem ziehen und sollen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten folgen auf diesem Weg. Wir sollen ihnen folgen auf den Weg, den Islam auf schöne Art und Weise zu praktizieren und den Menschen mitzugeben, mit Weisheit und schöner Ermahnung, mit Sanftmut und mit Milde, entfernt von Übertreibung, entfernt von Radikalismus, entfernt von Terrorismus, entfernt von diesen abscheulichen Taten, welche einige Menschen im Namen des Islams ausführen, wobei der Islam von diesem weit entfernt ist. Weit entfernt ist. Diesem sollen wir folgen. Ja, Ahbab Rasulillah.